Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Final Fantasy 2 in einer übersetzten Version. Und Genau. mit dabei ist der Kibbel. Hallo. Der eine oder andere hat ihn vielleicht auch schon gehört. In manch anderen Projekten. Und das ist nicht der Original-Titelscreen, Ja, genau. Den wir hier sehen. Das ist der Titelscreen von Demiforce. Der nochmal, beziehungsweise einen von seinen Kollegen dort, der wurde damals 1998, in etwa Anfang 98, im Januar, Februar oder so, hatten die da Patch 1.0 released. Und ja, da wurde mal fix, wie gesagt, dieser Titelscreen reingepatcht mal von eben. denen. Aber der sieht cool aus, der sieht Mal deutlich eben anders da aus als das Original. Ja, auf jeden Fall sieht er besser aus, Ich definitiv. werde mal kurz hier den Originalen einblenden. Ja, Wenn das ich kannst du nicht finde, tun. nicht mehr. Na, einfach Ja, da. da, ich klicke nochmal drauf. So, buff, da ist er. Da ich euch sehen. Da. Genau, Ich ja. werde jetzt hier mal reinzoomen. Man sieht Damit quasi man noch den nichts. sieht. So, und jetzt zoome ich wieder raus und cool. Ja, das war So. wie gesagt der Alte, genau. Und Jedenfalls, das ist der neue, geile, super, ultra, schöne Titelscreen. Genau, was jetzt hier auf jeden Fall noch zu beachten ist, dass quasi, ja gut, dann gab es einige Textstellen, wie gesagt, dann haben sie eine Version Patch 1.0.2 raus. Ja, gut, jetzt lesen wir erstmal weiter. In In einem einem. fernen Land, es geht auch schnell. In einem fernen Land, der Frieden endet, das Reich kann ich nicht lesen. Bitte, Paramek Dämon, erweckte kann jeder so Dämonen immer und selber stellt zur sich Eroberung. durchlesen. Das Volk Ich habe. von Pin kämpfte tapfer für die Freiheit vergeblich. Nun fliehen vier Überlebende des Finn aus Finn zur Festung von Altea. So, aber kommen wir nochmal zurück zum Patch. Hier könnt ihr das ja nochmal Entschuldigung. lesen. Ja, und zwar gab es dann diverse Differenzen im Patch. Damals im Englischen, in der englischen Version 98 rum. Und dann hat er im April, 1. April, hat er dann quasi dein 1.02 Patch rausgebracht, Demiforce. Den hatte sich damals dann Phoenix Down genommen, also der das Spiel ins Deutsche übersetzt hat, und hat auf Basis des Patches 1.02 quasi seine deutsche Übersetzung begonnen und auch beendet. Aber irgendwann gab es dann im August 98 hat Demiforce sogar noch ein Patch 1.03 rausgebracht. Das Problem ist, wenn man damit dann mit der Version 1.03 von Demiforce versucht, den deutschen Patch drauf zu patchen, gibt es Probleme. Weil dann stimmt der ganze Text auch nicht und so. Deswegen, der deutsche Patch ist nur anzuwenden auf Version 1.02. Diesen Patch gibt es auch runterzuladen auf SNS Projects, die deutsche Version, beziehungsweise im selben Download-Verzeichnis wird es dann auch diesen 1.02-Patch geben von Demiforce damals, damit ihr das Spiel korrekt patchen könnt. Was dazu noch zu sagen ist, zumal der 1.02-Patch nur noch bei uns gibt, ich habe den da irgendwie ganz tief im Internet irgendwo mal gefunden, so einfach kommt man da gar nicht mal ran, beziehungsweise den Patch 1.0 habe ich auch mittlerweile, aber den werde ich an anderer Stelle nochmal weitergeben. Weil von 98 Patches zu finden, ist dann doch ein bisschen schwieriger. Und als Original wurde nicht das, normalerweise wurde nicht das Original verifizierte ROM genommen, was quasi korrekt wäre, sondern auch Demiforce hat damals im Grunde ein anderes ROM genommen, was quasi eben halt nicht als Original herhielt. Und welches das war, kann ich euch sagen, falls ich jemand mach einfach doch. Mal ein bisschen weiter. Damit man ein bisschen was Neues sieht. Genau, mach's mal kurz weiter und ich sag dann mal irgendwann mal, was das Original-ROM gewesen wäre. Wie man hier sieht, ich werde mal das Tempo ein bisschen runterstellen, damit man Zeit hat zum Lesen. Achso, was ich noch sagen werde, wir werden definitiv Kämpfe vorspulen, sofern sie schon erkenntlich gewesen, also sobald wir die Gegner schon gesehen haben, weil das Spiel besteht zu guten 70% aus Kämpfen. Aus Random Encounters. Ja, und da sind wir uns, denke ich, alle einig, dass wir das jetzt nicht unbedingt in die Länge ziehen müssen, weil sonst haben wir wirklich Videomaterial von locker 150 Folgen. Und das werden wir nicht tun. Da sind wir uns sowas von einig. Gut. Pass mal auf, die Infos, die du jetzt hier noch sagen wolltest, die kannst du dann im... Ist nur noch eine Info, okay. Und zwar welches dieses Original ROM gewesen wäre, wo dran Demiforce gearbeitet hat, beziehungsweise letztendlich dann auch Phoenix Down. Die haben ja quasi an einen Original-ROM genommen. Ja?
Und das wollte ich schon gerne noch sagen, welches das gewesen wäre. Und zwar wäre das gewesen. Oh. 52FE929. Also das Originalrom hat auf jeden Fall die CRC 52EFE929. Das ist irgendwie so ein irgendwie so eine alte Version als Alternate-ROM und so. Also das hatte damals schon ein bisschen Fehler. Also das haben die irgendwie aber damals als erstes ROM, was da 98 erschienen ist, von dem haben die gleich mal genommen und gesagt haben, das muss es sein. Und später hat sich rausgestellt, gut, es war ein schlechter Dump. Also sie haben im Grunde einen schlechten Dump dazu genommen. Und das Problem war dann halt, dass die Übersetzung dann auch diverse Fehler hatte dadurch. Zum Beispiel, dass diese ganze Übersetzung, ob nur Phoenix Down oder auf Demi-Force, die ging nur im Emulator im Nesticle. Nesticle war damals das Nonplusultra, wenn es um NES-Emulatoren ging. Und nur in diesem ROM, nur in diesem Emulator funktionieren beide ROMs eigentlich ohne irgendwelche Patches. Was wir hier auf diesem ROM noch angewandt haben, ist dieser Titelscreen-Patch, damit quasi dieses ROM, was wir hier jetzt sehen und spielen, dass der Titelscreen nicht buggt. Wurde da noch ein Fix drauf angewandt, den kann man runterladen. Den gibt's von Parasites, Adumdum Patch heißt das ganze Ding. Okay. Ja, also von Parasite. Der hat dann quasi mal einen Titelscreen Patch für Demi-Force seine Übersetzung gebracht. Der funktioniert genauso mit der deutschen ohne Probleme. Und somit kann man den Titelscreen auch ordentlich genießen in aktuellen Emulatoren. Ansonsten, wenn man wie gesagt ganz original sein will, nimmt man Nesticle, haut das Original ROM rein, was man da so gepatcht hat, und dann läuft das auch wunderbar. Wie gesagt, das hängt nur damit zusammen. Man kann auch diesen deutschen Patch bzw. Demi-Force sein Patch auf ein korrektes, gedumptes Final Fantasy nehmen, weil der Unterschied zu diesem schlechten Dump und zu diesem echten Dump, diesen korrekten Dump, sind nur imaginär. Ganz am Ende und am Anfang des ROMs sind ein paar Bytes ein bisschen anders. Aber ich glaube nicht, dass die irgendwie kollidieren, weil letztendlich wird die Übersetzung von Demi-Force und Phoenix Down wird da wo das im ROM gepatcht wird, die Übersetzung, wird eben nicht kollidieren, quasi nicht mit den Veränderungen zwischen den zwei Versionen von Final Fantasy. Ja, ist gut jetzt. Ja, das wollte ich auch kurz sagen. Du laberst ja schon seit 7 Minuten. Wir fangen jetzt mal an, genau, wir fangen jetzt an. Also, gut, so. Los geht's. Der imaginäre Veränderungen. Ich habe das jetzt alles erwähnt, was man da so rausfinden kann, und es war doch eine sehr heitere Geschichte auf jeden Fall. Also Leute, wenn ihr es nicht verstanden habt, einfach 2-3 Mal anhören, dann ja, vielleicht nehme ich mir auch die Zeit und werde mal die ganzen Infos dann im Blogpost mit reinpacken dann. Ne? Ja, das einfach. Also 2-3 Infos, die wären schon gut. So. Nicht das ganze Ding, nicht den ganzen Text, aber 2-3 Infos wären schon cool. So, wir versuchen jetzt hier möglichst Originalnamen reinzupacken, und dafür der Kibbel nämlich auch schon mal die Namen parat, die er mir jetzt nochmal sagen wird. Nennen definitiv. Wird. Und zwar ist das der erste, ist der Firion. Firion. Wir werden natürlich auch mal die Kleinbuchstaben hier nutzen. Schließlich gibt es die ja hier. Ja, deswegen. Ich wollte die eigentlich alle groß schreiben, aber der Kibbel hat drauf gestanden. So, der nächste ist sehr geil. Der nächste ist, nein, Quatsch, nicht. Das ist der Leon. Ach, Leon. Eigentlich Leonhard. Sagen wir Squall Leonhard, ne? Leonhard. Naja, ist jetzt nur der Leon. Kurzschrift quasi, also ist die Abkürzung. Die nächste ist dann die Maria. Maria. Maria, Maria. Maria. Ja. Nicht Marie B, nein, Maria. Ah, dann kommt er. Ja, kommt, das weiß er. Der nächste. Guy. Ja. Guy. UY, richtig? Ja, ja. Auf Japanisch, das haben wir vor uns auch mal geschaut, das ist ganz interessant. Die heißen so ähnlich, ja. Und dann geht's los. Ja, den ersten Kampf, ja. Fetter Bossfight, ey, Überfall. Ritter. Ja. Guy starb. Ey, was ist denn hier? Ich kann nicht mal auswählen, was ich machen darf jetzt doch, hier. Doch, fucken gleich doch, alle direkt oder was? Doch, du könntest auswählen, doch. Nee, ich konnte nichts machen. Das war nämlich ein Überfall. Nein, du könntest einmal auswählen. Nee, ich konnte wirklich nichts tun. Na ja, dann kämpf mal, Maria. Maria, du bist doof. Hat's nicht überrissen, er konnte schon. Also, ich hab's ja auch schon gespielt. Nein, er konnte schon. Ich konnte vorhin beim Test, konnte ich ja auch, aber jetzt nicht. Egal. Naja. Kommt er durch? Ja, er wird bald wieder zu sich kommen. Er hat großen Lebenswillen. Ich fand ihn, als ich aus Finn floh. Blut überströmt, rette ihn. Ja. Ich habe ihn geheilt. Lassen wir ihn ruhen. Du hast recht. Wir sollten gehen. Alle warten bereits auf uns. Wenn
Paramec. Wenn Paramec den Zerstörer in Bofas, oh Gott, Mann, das geht echt schlecht zu lesen, in Bofas fertigstellen kann, sind wir so gut wie besiegt. Ich habe auch mal den ganzen Text im Rummi angeguckt, also es ist schon, ja, 70% Kämpfe, ne? Ihr wisst Bescheid. Furion sagt, oh, wo bin ich? Freunde. Leon. Maria. Leon. Guy. Guy Ritchie. Nee, Quatsch. Ja, sind alle weg, ne? Furion, du lebst. Ich. Wo sind die Weiß angezogen? Wo ist Leon? Ja, ist, ne? Who the fuck is Leon? Ja. Die Prinzessin von Finn rettete uns, aber Leon war nicht bei uns. Er wurde bestimmt gefangen. Oh, das kann sein, ja. Ich kann hier überhaupt nichts machen, der läuft hier von allein. Nein, das ist alles Intro. Nein, das ist nur Intro. Ihr seid also genesen? Ja, es geht so. Prinzessin, bitte lasst uns den Rebellen gegen Faramek beitreten. Beruhigt euch, in eurer Verfassung würdet ihr nur eure Kraft vergeuden. Paramec hat uns alles genommen, unsere Familie, Freunde, tot. Wo hat den Tod genommen? Was, er hat den Tod? Wow, der hat den Tod genommen. Ich weiß, gut, bleibt vorerst in Altea. Er hat echt drauf, der kann sogar den Tod nehmen. Kennt ihr die Windrose? Sie ist Finns Wappen und... Ja. Das geheime Passwort der Rebellion, Windrose. Ja, das müsst ihr merken, Windrose werden wir noch öfters hören. Windrose. Also die Windrose, also das ist wirklich dieses... Ja, das werden wir noch öfter hören, werden wir definitiv uns merken dürfen. Ich fühle, dass unsere Bestimmung uns verbindet. Geht nun nach Finn. Sag, lern, Object. Sag. Was? Sag, lern, Objekte. Lern, nichts zu lernen, Objekt. Hier ist ja, nichts. Das ist, wenn der, manchmal okay. Können wir mit jemandem reden, dann können wir sagen, also speziell bezüglich auf Windrose, ne? Windrose. Dann können wir sagen, Windrose, und dann sagt er uns was dazu. Dann als nächstes können wir dann lernen, das ist manchmal, wenn du was lernen kannst von dem Typen. Oder aber Objekte, ein spezielles Objekt wie ein Zauberring ihm was sagen lässt. Dann können wir ein Objekt dazu nehmen. Zum Beispiel werden wir irgendwann mal auch eine Windrose vielleicht finden, die wir ihm dann das in die Hand drücken können. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall haben die Leute alle coole Hüte auf, vor allem der hier mit seinem Schlafrock. Ja, das war früher immer so, ne? Bei den ganz alten Games, die hatten, die Zauberer, die hatten dann immer so einen coolen Hut. War auch schon beim Gameboy so, beim NES haben sie es übertrieben, aber da sahen die alle so aus. Ja. Bei Final Fantasy 1, 2, 3 für das NES, glaube ich, sahen die alle so aus. So, Finns Schloss wird von Faramek erobert. Es wimmelt vor Monstern. Yay. Oh mein Gott. Soll ich mit den einen hier reden? Ja, wäre von Vorteil. Prinzessin Sarah, oh mein Gott. Die Hafenstadt Palm hier im Osten ist durch einen See von uns abgeschnitten. Oh. Manche haben ihre Triggerfunktion, ihr das heißt, du musst mit denen reden. Prinzessin Sarah ist hier. So, wenn der Typ jetzt immer weggehen würde, dann könnt ihr wieder raus. Sia, oh, hast du gerade den Teilfehler gesehen? Nein, ja, im Video sehe ich ihn. Warte, wenn ich jetzt hier runtergehe, da ist der Kopf überdeckt von einer Platte. Aber da sieht man eigentlich auch, dass es dann transparent dazwischen gemacht worden ist, ne? Jo. Ja. Immer weiter. Guten Tag. Ja, den kann man auch. Wir sind die Rebellen. Yeah, wir sind's. Die Rebellen. Kashuns Prinz Gordon ist hier in Altea. Prinz Gordon. Gordon, ne? Heißt Prinz Gordon. Gordon. Was hab ich gesagt? Goron? Gordion oder irgendwie. Gordon. Er scheint den Mut verloren zu haben. Oh mein Gott. Hallo, Prinzessin Sarah, Flo aus 4, hierher nach Altea. Also das einzige Schöne ist auch wirklich bei dem Spiel, muss man jetzt mal so sagen, man hat jetzt nicht ultra viel, bombisch-mäßig viel Text, also das geht. Das ist nicht wie Final Fantasy 7, wo du da auch schlagen wirst oder 8, sondern der Text geht mal noch, hier hast du wirklich viele Kämpfe, wie ich schon oft gesagt habe. Und, das sind noch mehr klassische JRPGs. Genau, das geht schon. Also es geht. Jetzt haben wir Gott sei Dank mal eine Stadt und auch einen Text, also das ist in Ordnung. Wie gesagt, die Kämpfe werden wir dann definitiv spulen. Weil wir wollen es nicht in Länge treiben. Seit der König verhundet wurde, führt sie die Rebellen an. Oh ja, hey. Ja. Hey, was geht? Was geht, Alter? Krass. Nichts. Nichts. Nichts geht. Nichts geht. Immer noch nichts. Nein, das ist ja doof. Kann der auch rennen? Nee. Wenn ich Spiel gedrückt halte, kann er nicht rennen. So, okay, was mit Bettchen? Oh, schade. Nichts. Na, okay. Ich kann jetzt hier die Zeit verschwenden und alles untersuchen, oder ich gehe direkt mal zu der Truhe. Ja, mach das mal. Heilung erhalten. Ja? Ah, ne.
Heilung erhalten soll es bestimmt. Ja. Das Problem ist, man hat nicht so viel Platz gehabt bei den Heil-Item halt. Und deswegen hat man das dann einfach nur Heil genannt. Ja. Bei Heilung soll das bestimmt heißen, aber. Naja. Einfach nur Heiltrank. Oder Heiltrank, ja, genau, Heiltrank wäre ja eigentlich stimmt, jetzt wo es sagt. Jetzt wo es sagt, oh, ne, fällt es klar. Da liegt jemand im Bett. Hier ruht der König, er wurde im Kampf gegen Paramek schwer verletzt. Sehr schwer verletzt. Meine Tochter Sarah wird euch alles erklären. Sag nichts lernen, nichts. Objekt heilen. Soll ich den heilen? Bin nichts. Nein, nichts. Nichts. Aber es ist eigentlich das, soweit wie ich bis jetzt gesehen habe, eine gute Übersetzung, weil er hat wirklich versucht, alles zu übersetzen. Also, nichts. Wenn wir Glück haben, dürft ihr auch nichts Englisches mehr auftauchen. Ja, das wird sich rausstellen. Also zu dem König müssen wir noch öfter, kann man so ein bisschen merken. Weil jeder König hat hier so eine Schlüsselfunktion. Okay. Also die werden wir dann immer wieder aufsuchen müssen. Wie in jedem vernünftigen König, in jeder vernünftigen Monarchie. Ja, die geben uns auch die Aufträge, mehr oder weniger, okay. Wo es dann wieder hingeht. Also das ist so, das ist noch nicht so ganz durcheinander wie später in den Final Fantasies, wo du dann sagst, wo du dann irgendeine Randfigur in irgendein Dorf ranquatschen musst, damit du weiterkommst. Nee, hier ist es doch so, dass du doch, hier gibt es auch viele Geheimgänge. Geh mal da oben rechts, glaube ich. Hm? Ganz rechts, ganz oben in die Wand. Kann man da reingehen? Nee, noch nicht, aber. Nee, gut, okay, dann. Nee, noch nicht. Nee, das ist dann woanders. Also, es gibt hier auch viele unsichtbare Gänge. Die werden wir später feststellen. Hey, noch weiter, Typ. Wo ist jetzt hier der Ausgang? Ach ja, hier unten unter der Bibliothek ist der Ausgang, ist klar. Ja, das wird nicht verraten. Ein schwarzer Mann? Ninja, ich bin Paul, der Meisterdieb. Ich kann alles stehlen. Naja, Paul, werden wir, das ist auch eine Schlüsselfigur. Also, den werden wir auch noch öfter mal sehen. Ich muss dir mal vorstellen, du rennst da irgendwo rum in so einer mittelalterlichen Stadt, da kommt dann einer, hey, guck mal, ich bin ein Dieb. Hey, ich bin ein Dieb, ey, was geht? Altea wurde noch nicht angegriffen. Ihr wisst, oh, was ja. Ich meine, oder? Schlaffi. Ja? Was Schlaffi? Hier ist ein Inn. Hallo, rastet und erholt eure LP und MP. Kostet auch 0 Gil. Sollen wir schlafen gehen für 0 Gil? Ja. Gute Nacht, träumt gut. Ach, G steht nicht für Gold oder sowas, sondern für Gil. Jill, ja, das gab es ja später auch wieder. Bei Final Fantasy 7 hieß es auch Jill. Also ich meine auch in anderen Spielen, wo man G da steht, ne? Ich bin Gorm, einst Prinz von Kajuon. Nun nur noch ein Feigling. Ich floh aus Kajuon, als mein Bruder Scott von Paramek gefangen wurde. Warum bei dem nicht zu lang? Das ist doch doof. Nee, noch nicht. Nee, so weit sind wir. Was es hier auch gibt, ist halt schön, hier gibt es Chocobos. Also es gibt auch einen Chocobo-Wald hier. Das gibt's hier. Soll ich mir mal einen Heiltrank kaufen? Ja, das war gut. Das gilt hier noch als Secret, ein Chocobo. Das werden wir dann auch noch irgendwie... Phoenix, Äther, Zelt, Elixier. Okay. Kann ich mir auch Klamotten kaufen? Maiwasser, Echo, Krötensalbe. Und wenn wir ein Schiff haben, werden wir auch was Lustiges mal machen. Da gibt es ein verstecktes Minispiel, wenn man ein Schiff hat. Das werden wir dann mal machen, also sobald wir das Schiff haben. Muss man mal dran denken, da gibt es ein Minigame. Okay. Was als ein Secret-Minigame. Gut. Das Secret-Minigame. Oh, was ist hier los? Ist das ein Altar? Oh. Hier ist nichts. Doch, da ist eine Statue. So ein Trottel. Kennst du das auch selber, wenn du irgendwo zum Beispiel von einem Laden den Eingang suchst, wo und da steht auch da, der Eingang ist rechts, aber in so groß, dass man es übersieht? Ja. Ist komisch, ja. Erstmal würde ich sagen, hier mit jedem quatschen, ja. Weil geben erstmal die Grundinformationen, die man ja auch brauchen. Paul ist zwar ein Dieb, er beraubt nur Paramek hier. Hä? Paramek hier? Achso, das sind die Leute, die aus Paramek kommen wahrscheinlich. Ja, genau. Die genau, Paramekaner. Die Paramekaner, genau. Die sprechen auch Paramekanisch. Cool. Hallo, was wünscht ihr? Feuerblitz, Eisheil. Ne, das machen wir später. Gucken wir, ist das sein Kopf? Ach nee. Ich dachte jetzt da oben, dass dieses Pentagramm ist sein Kopf. Was hier sehr auch interessant ist, also ich quatsche immer mal rein, Leute, und sage euch mal ein bisschen Infos über das Spiel. Der Pick sagt so seine Eindrücke und ich sage so ein paar Infos über das Spiel. Was hier nämlich auch anders ist als wie in anderen RPGs. Hier heißt es, verwende Magie und dann kriegst du auch eine Magie ab,
ein Level Up benutzt. Verlierst du viel HP, bekommst du HP Upgrades. Also, echt, ja? Ja, also du musst hier wirklich die Sachen einsetzen, um dann auch dort zu leveln. Das haben sie später nochmal bei Spielen aufgegriffen, aber hier ist es, geht's auch nur so. Das heißt, wenn ihr quasi nie HPs verliert, werdet ihr auch nicht dort in das dem Bereich ja steigen. Heftig. Aber das ist, klingt logisch. Muss klingt vernünftig, ist auch, ein ist auch cool. Ja, ist komisch, aber die haben die später auch mal aufgegriffen. Cool. Irgendwo. Also, Watz ist ein hervorragender Schmied. Mhm. Er versteckt sich hier vor Paramek. Also, was ich mich schon mal gefragt habe, warum heißen die Schmiede immer Watz? Die hießen bei Final Fantasy, bei Mystic Quest, überall heißen die Watz. Krummel. Na, Final Fantasy, Mystic Quest ist ja kein Final Fantasy. Ich weiß, Secret of Mana, aber das ist der erste Teil quasi. Aber, was mich, trotzdem irritiert ist, also zumindest auf dem Game Boy, was mich trotzdem irritiert, die hießen immer Watz, immer. No. Warum? Ist es ein Synonym Für Schmied. Für Schmied wahrscheinlich, ja. Ja, keine Ahnung. So, ich muss mal eine ganz kurze Pause einlegen, von einer Minute ungefähr. Ich werde jetzt hier mal kurz die Aufnahme unterbrechen, wir sehen uns gleich wieder. Ja. Bis gleich. Bis gleich. So, Leute, sind wir auch wieder zurück. Ja. Und machen weiter. Ja, genau. Guck mal, der eckige Fluss da, voll cool. Ja, es ist sehr nice. Was auf jeden Fall sehr auch interessant ist, hier muss man doch noch ein bisschen Taktik vorgehen. Mhm. Ne? Also vorne quasi die Krieger, hinten die Magier. Also man hat ja auch Gruppenkonstellationen, was man auch einstellen sollte. Hat Sinn, weil die Gegner greifen auf dem. Okay, die Leute haben auch schon Klamotze an, alles klar. Was denn die? Ich wollte mal gucken, ob die hier was anhaben. An ja, klar. Sachen. Also okay. Das ist so Zauberin freilich, ne, klar. Nee, die war Bogenschützin. Was? Ja. Marias Bogen? Ja, die ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, Guy ist Tank, Furion ist Damage Dealer und Maria ist Fernkämpfer. Nee, die ist eigentlich auch, Magie aber eigentlich. Na gut, egal. Angriffsmagie macht die meisten Leute. Ja, nee, ich glaube Bogen in der Hand. Ja, klar, haben die doch einen Bogen, und stell dir mal vor, die hat noch Angriffsmagie dazu, ist doch gut. Wie komme ich jetzt hier auch raus? Ein Angriffsarger. Arger? Verarger? Arger, hä. Wie komme ich jetzt hier raus? Ach ja. So, wo müssen wir jetzt lang? Nach Süden? Ne, nach Norden. Ah ja, okay, man sollte sich auch ziemlich, am Anfang schon bestimmen, wer welche Waffentyp kriegt, ja. Der eine kriegt zum Beispiel Äxte, der andere Schwerter und so, ne? Kampf. Und darauf skillt man die dann. Wenn jetzt hier der Gegner tot ist, schlägt er dann ins Leere? Mal zu sehen. Das wirst du sehen, ja. Oh. Wespe starb. Wespe. Hey, echt? Wespe? Ja, Wespe. Geil fehl. Kein Effekt. Na, die schlagen ins Leere oder was? Nee. Hat eine Axt. Ja, genau, der Geil hat Effekt. Axt. Ist so weit weg oder was? Nee. Ich würde mal einfach sagen, die haben wirklich ins Leere geboxt. Fehl. Oh, ist das ein Trick? Ja, fehl, ja, das ist. Aber dass jeder fehl hat? Bestimmt, weil das so weit Super hinten Trevor. Ist. Super Trevor. Das kann sein. Das naja. Naja, das kann sein, ja. Okay, Wespe kaputt hauen. So. Das ist klar, Wespe starb. Aber je weiter hinten die sind, desto weniger Schaden bekommen die bestimmt. Und je weiter vorne die sind, desto mehr Schaden teilen die aus. Ganz genau. Dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt hier mal Status, Rüsten, Magie, Status. Wie kann ich jetzt hier meine Strategie ändern? Wie bitte? Du sollst? Ja. Achso, es gibt noch vorne und hinten. Ist klar. Ja. Das habe ich jetzt mit Select übrigens aufgemacht. Das ist gut. Was man auf jeden Fall auch beachten sollte bei dem Spiel ist halt, man sollte nicht einfach irgendwie auf der Karte sinnlos rumeiern, weil wenn man da ganz schnell in Gebiete reinkommt, dann ist man auch sofort mal tot. Echt, ja. Weil die Gegner Level 40 sind. Also es kann schon passieren, dass Gebiete dort, du kommst quasi, du bist in dein Gebiet, ja, wo du deinen Auftrag hast. Ja. Und gleich daneben ist aber ein Gebiet, wo du erst ziemlich spät hinkommst, was aber nicht abgegrenzt ist. Das heißt, du kommst da hin, kriegst einen Gegner, der ist 40 und du bist Level 10 und dann bist du schnell mal hin. Mhm. Also da muss man schon aufpassen, wo man hier langläuft. Toll, der haut wieder daneben, der Trottel, ey. Auf Deutsch unbedingt, wenn man auf der Karte rumeiert, immer mal ein Safe-Stat reinhauen. Weil man kann doch ganz schnell sterben. Verdammt. Ja, man kann doch ganz schnell sterben, wenn man da quasi an die falschen Gegner gerät. Das ist ja scheiße. Ja, wenn man sich auskennt, geht's. Oder wenn man sich an den Plan hält, so wie der König einen wohin geschickt hat, dann sollte es auch gehen. Ja. Okay. Weil, ja, dann geht das schon. Wenn man aber versucht, jetzt großartig in Final Fantasy-Manier da überall mal rumzugucken, auf der Karte, dann kann es halt passieren, dass du dann. Cool, die gehen nach dem Kampf einfach weiter. Vitalität hoch, okay.
Vitalität, ja. Deswegen weißt du, wo du hin musst, ja, ne? Ruhig mal Safe-Set reinhauen, das wäre auch schon schade. Ich gucke, ist er jetzt noch vergiftet? Nee. Ist jetzt nicht von Vergiftung. Also auch in der Game Boy Advance Version kann man zu jeder Zeit an jeder Stelle speichern. Das werden wir hier auch tun. Also das, wer es die können. Wir haben zwar die NES-Version, aber Wayne, sag ich mal, ja. Wayne. wir werden es trotzdem hier auch tun. Da oben, an jeder auf ins Dorf, ja, und ja, dann sagen so mal schnell, ja, Schnellrettung. Also wenn jetzt hier Gegner sind, die ultra hart sind, dann sind wir an der falschen Stelle. Das wissen wir dann sofort. Überfall. Siehst du, Überfall heißt nämlich, dass ich zuerst angegriffen werde. Da war ich überrascht sozusagen. Und das ist nämlich vorhin beim ersten Kampf auch passiert. So Leute, wie wollen wir sagen, nach dem Kampf sind wir dann schon im nächsten Part, werden wir diesen ersten Part beenden. Ja. Ist jetzt wieder vergiftet oder noch vergiftet? Ja, ist. Ich habe ein Standbild, deswegen. Mach einfach mal was. Probier es mal aus. Sei mal kreativ. Oh, er ist jemand geflohen, das wäre toll. Oh, er hat mal getroffen. Ey, ist ja voll geil, Wespe starb. Klingt, das ist ein komischer Name. Stell dir mal vor, du würdest heißen Starb. Kibbel starb. Das ist ja was. Ja, das stimmt. So Leute, wir sehen uns am nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 2 auf dem NES in der deutschen Übersetzung von den Star Trends. Stimmt das da oben, was da steht? Ja, das stimmt, okay, alles. Das von den Star Trends und übersetzt von Star Trends hat Phoenix Down, wobei Phoenix Down vorher seine eigene, sein eigener Übersetzer war, der ist dann zu Star Trends eigentlich bloß gewechselt, aber der hat so natürlich seine Patch dann trotzdem, weil er ins Team mit aufgenommen worden ist, dort auch released. Aber im Grunde war es schon vorher. Also Final Fantasy gab es schon vor Star, bevor er bei Star Trends war. Eigentlich so, ist es Phoenix Down, ist das? Aber egal. Ein Schiff. Da ist ein Luftschiff rumgeflattert. Da hat wohl Mario, hat er wohl gerade versagt. So. Also, bis dahin, macht's gut und tschaußen. Genau.